Ja, die Feuerwehr Waiblingen wurde heute um 15.28 Uhr mit dem Stichwort Brandmeldealarm nach Hohenacker, dort ins dortige Feuerwehrhaus alarmiert, in die Rechbergstraße. Ja, nach Auslösung der Brandmeldeanlage und bei der Erkundung konnte in einem Lagerraum für Einsatzmittel eine Verrauchung festgestellt werden. Als Erstmaßnahme wurde der umgebende Bereich großflächig erstmal geräumt und die Lage erkundet, um zu schauen, was die Ursache dieser Verrauchung war. Ja, die Verrauchung konnte im Bereich der Zwischenwand festgestellt werden. Es handelt sich bei dem Anbau um eine Holzständerbauweise und wir hatten einen Brand im Zwischenbereich zwischen diesen beiden Lagerräumen. Die Gefahr hat zwar der Brandausbreitung in der Zwischendecke, in dem Zwischenbrand auf die Zwischendecke und dann eine unkontrolliert auf die weiteren Räumlichkeiten. Ja, um an diese Glutnester heranzukommen, wurde der betroffene Bereich lokalisiert über Wärmebildkameras und dann wurde ganz gezielt durch Öffnen der Zwischenwand an diese Glutnester herangekommen. Diese wurden dann ausgeräumt und abgelöscht. Ja, die Drehleiter der Feuerwehr Remseck zur Unterstützung hier im Ausrückebezirk. Hier wurden Kontrollarbeiten im Dach vorgenommen, ob das Feuer über diese Wanddachkonstruktion bereits eingelaufen war. Dies war nicht der Fall. Aus diesem Grund konnte die Drehleiter relativ früh wieder aus dem Einsatz herausgelöst werden. Unabhängig, ob es ein Feuerwehrhaus ist oder nicht, laufen die Einsätze standardisiert ab. Der betroffene Bereich wird nach Auslösung kontrolliert. Und in diesem Bereich, natürlich, wenn es das eigene Haus ist, erschrickt man, aber es laufen dann diese routinierten Maßnahmen ab und die Brandbekämpfung wird nahezu relativ schnell eingeleitet. Hier handelt es sich derzeit in einem Umbau befindliches Feuerwehrhaus. Der Anbau ist neu eingerichtet worden. Und zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr wurde dieses Gebäude durch die Stadt Waiblingen auch mit einer automatischen Brandmeldeanlage ausgestattet, um so Fälle, wenn es in einem Feuerwehrhaus brennt, frühzeitig alarmiert werden zu können, um den Schaden sicherstellen zu können, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr ständig aufrechtzuerhalten. In diesem Fall, durch das Vorhandensein der automatischen Brandmeldeanlage, wurde der Brand sehr, sehr früh in der Entstehungsphase schon detektiert und die Feuerwehr alarmiert. Und aus diesem Grund ist das Schadensausmaß deutlich geringer. Also der gesamte Bereich wird jetzt nochmal kontrolliert. Und jetzt wird vor Ort quasi diese Glutnester mit der Wärmebildkamera kontrolliert ausgeräumt und dann ist für uns hier Einsatzende. Die Feuerwehr Waiblingen war mit den Einsatzabteilungen Hohenacker und Waiblingen hier im Einsatz und unterstützt wurde durch die Polizei und den Rettungsdienst. Insgesamt waren hier 7 Fahrzeuge mit 39 Einsatzkräften vor Ort.